Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Geile geeignet. Guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, liebe Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen zu... Mein Auge dreht. Herzlich willkommen zur nächsten Episode. Wir bewerten Instagram-Models. Ich habe mir zwei geladene Gäste eingeladen. Und zwar ist es einmal Rev Inside. Ich bin auch Instagram-Model. Hi, servus. Einmal Jody. Servus. Wie geht's euch? Super, das hat mich gefreut. Ich will das Video hier so schnell wie möglich abfrühstücken. Hier habe ich gar keinen Bock, das mit euch zu drehen, aber es hat sonst niemand Zeit. Deswegen würde ich sagen, legen wir los. Sascha hat 7 Instagram-Models rausgesucht. Wir werden das Ganze bewerten. Ob das Ganze je nachdem, wie ihr Bock habt, würde ich sagen, hast du die Scheiße. Kann das für irgendeinen Menschen Genuss sein, so eine Scheiße anzugucken? Für niemanden. Oh, ups, da bin ich schon gegen die Kamera. Ja, perfekt, Sascha. Wenn du das bedarfst, könntest, werde ich sehr verwundern. Was sagst du? Du machst gar keine Wörter. Du machst nur. Okay, Leute, also, das Video fängt schon mal richtig arschgeil an. Der Sascha hinter der Kamera hat, also ich weiß nicht, habt ihr das Format schon mal auf meinem Kanal gesehen? Nein. Das ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein beschissenes sehr... Format. So würde ich es nicht ausdrücken. Ich würde sagen, das ist ein Format, das diversen Anstoß findet bei manchen Leuten. Aber wir wollen uns ja politisch korrekt ausdrücken und einfach eine freie Meinung hier über die Kandidatinnen, die ausgesucht wurden, abgeben. Also deswegen fangen wir an mit dem ersten Model. Bin sehr gespannt, was du zu dem Kaliber sagst. Das ist wirklich aus der Rubrik sehr heiß. Okay. Das weiß ich nämlich, weil Nico genau auf den Typ von Frau steht. Mhm. Ja, hier. Es sieht absolut gefotoshoppt aus, Digga. Okay, sieht absolut gefotoshoppt schon aus, dieses Bild. Sie ist gar nicht am Strand. Ist sie bekannt? Nee, oder? Warum bin ich hier? Diese nette junge Dame ist vom Körperlichen her sehr ansprechend. Die ist bestimmt auch nett. Könnte mir auch mehr vorstellen. Hey, dass du dich wirklich da hinsetzt und diesen Kommentar verfasst. Wie erbärmlich muss eigentlich dein Leben sein? Was ist das für ein Format, Junge? Ganz ehrlich. Wenn man jetzt sich aber genauer den Bereich hier oben anschaut. Ja, was dann? Dann ist es... Eher nicht ganz so mein Fall. Aha. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin da ganz ehrlich, mich stört einfach der Faktor, dass das Bild auf jeden Fall niemals richtig entstanden ist. Es ist einfach eine Fototapete im Hintergrund. Und ich sag mal so, wer so fake ist, der kann sich direkt verpissen. Ich finde ihren Bauch klasse. Sie hat einen schönen Bauchnabel, da kann man Raffaelos reintun. In meinen Bauchnabel. Ja, oder Mettwurst auch. Verdammt nochmal. Ja, sie ist halt einfach... geistkrank dünn, würde ich sagen. Die ist ein bisschen zu dünn. Ich würde ihr wirklich gerne was zu essen geben. Es ist nicht böse gemeint, ich finde so dünne Menschen einfach nicht attraktiv. Das ist absolut deine Meinung und da kann man nichts sagen. Würdest du sie auch füttern? Mahlzeit. Mit Mettwurst zum Beispiel. Ich finde tatsächlich auch, dass sie ein paar Kilo mehr vertragen könnte, ja. Beim Bankdrücken aber nur, oder? Genau. Ich finde sie so, vom Erscheinungsbild ist sie auf jeden Fall eine junge, attraktive Dame. Ich muss sagen, fürs Picknick hätte es bei mir nicht unbedingt gereicht. Das ist nicht ganz mein Kaliber. Aber für den Parkplatz schon. Erbärmlich. Ihr beiden seid ja, glaube ich, Geschwister, oder? Ja, genau. Okay. Onkel und Tante. Ist das jetzt so ein Kaliber von Frau, wo du jetzt sagen würdest... Also ich würde sie tatsächlich zum Essen einladen, damit sie was isst. Sie ist attraktiv, das kann man nicht anders sagen. Aber ich würde ihr was zu essen geben. Was soll ich dazu sagen, Leute? Sie ist sehr schön und sie ist eine Frau, das ist gut. Hier haben wir als nächstes das klassische Insta-Girl, ne? Sascha, ich hab gerade auf deine Liege gespuckt, scheiße. Sie ist so eine, die geht her, bearbeitet krass ihre Bilder auf Instagram, lädt Bilder auf Instagram von sich hoch und will sich da ganz klar in Position stellen und sich repräsentieren. Mhm. Ne? Ich finde sie vom Gesicht her ist sie, was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen, das ist eine solide 6,4. Also vielleicht auch eine 6,3, je nachdem. Ist gar nicht mein Typ. Je nach Tagesform, oder? Ja, genau, genau. Mhm. Ich finde, man hätte die Augenbrauen vielleicht ein bisschen mehr nachziehen können. Mit einer Farbrolle. Auf was für eine Art von Frau stehst du? Ich stehe gar nicht auf Frauen, ich stehe auf Barhocker. Die hat einen Hoodie an, das ist mein... Sie hat was Außergewöhnliches so. Die ist toll. Die hat was Außergewöhnliches, weil sie sieht nicht so 0815 aus. Sie sieht mehr 069 aus. Finde ich auf jeden Fall auch cool, wie sie sich gibt. So ein bisschen lockerer, all black everything. Das ist der gleiche Hintergrund. Finden Sie etwas Außergewöhnliches? Findest du nicht gut? Dann finde ich es nicht gut, nee. Nächste. Halt's Maul. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfordert. Erstmal zum Outfit generell. Kennst du das, wenn du so Kaugummi am Schuh kleben hast und dann plötzlich das am ganzen Körper hast? Man hätte sicherlich die Lippen noch ein bisschen mehr konturieren können, wenn der Edding was dicker gewesen wäre. So, generell Wimperntusche, wie man das so gut nennt, das finde ich jetzt nicht so schön. Ich glaube, das ist mit der Zahnbürste aufgetragen worden. Also, alles in allem auf jeden Fall eine 10 von 10. Absolut mein Fall. Was ist hier passiert? Wo ist da der Träger verschwunden? Hinter so eine, was ist das? Sie hat das Dress schon so lange an, das verwachsen mit ihrer Brust. Da muss ich auch mal an die Frauen da draußen appellieren. Ich finde, die Frau sollte sich so zufrieden geben mit ihrem Körper, mit dem, was sie hat, wie es ist, ne? Genau, das kann man dann bei Photoshop auch bearbeiten einfach. Kennst du diese Frauen, die so ein Gesicht am Knie haben? Wenn das Knie so zusammengezogen wird? Wenn es so zusammengefaltet wird? Genau, ich glaube, das hat sie. Das verdeckt sie aber. Ich glaube, da ist Voldemort am Knie. Ja, ganz ehrlich, vom Gesicht her, absolute Katastrophe. Nächster Charakter.
Sie ist sehr jung. Sie ist sehr jung. Ich find's immer interessant, wenn man so geistkrank viel Schminke drauf hat. Sie ist ja, sehr, sehr viel Make-up. Das wollte ich gerade sagen. Also ich muss aber das ist geil. Aber das ist gut geschminkt. Ja, ich guck mal, ich verstehe das. Die Frauen, die sind da anders. Habe ich jetzt auch das in letzter Zeit echt kennengelernt. So, ja, genau, das ist Kunst. Ich hätte gern wirklich so viel Bartwuchs, wie sie Augenbrauen hat. Hä? Die hat nicht so viel Augenbrauen. Die sind gemalt. Die sind echt gemalt. Vielleicht kann ich mir den Bart einfach auch tätowieren. Sie ist extrem geschminkt. Weißt du, hier ist es einfach weiß, hier ist rot, hier grün, hier schwarz, hier braun. Das sind zu viele Farben. Nee, aber mir ist das so zu viel geschminkt. Ich mag da eher so diesen etwas ja, entlasteteren Look, ja, dass man da einfach ein bisschen... Oder den etwas belasteteren Look. Bei solchen Sachen denke ich mir immer, dass die wirklich eine Form haben, wo einfach alles an Farbe reinkommt. Dann haust du dein Gesicht rein, dann ist es fertig. Das ist nicht so geschminkt, sondern das ist wie so ein Toaster, der zugeht, weißt du? Ja, bei deinen autistischen Zügen würde ich mir gut vorstellen, dass du das so machen würdest, ja. Ich fahre in ganz normalen Zügen, das ist kein autistischer Zug. Das ist Mariah Carey, oder? Ist es nicht Brad Pitt? Sie hat sehr markante Gesichtszüge, das finde ich interessant. Ein sehr, sehr markantes Gesicht tatsächlich. Ja, ziemlich eckig. Markant, sagt man dazu, nicht eckig. Dein Gesicht ist ja auch nicht hässlich, sondern markant. Sie ist sehr natürlich geschminkt. Die ist toll. Ne? Also ich finde sie ganz, ihr Outfit ganz ist gut. Auch voll schön. Hier fällt halt ein bisschen was raus. Ja, das ist sexy. Das hat Stil, das hat Klasse, das hat Sexappeal. Erotisch. Ja. Das ist zum Beispiel eine Art von Frau, die ist in allen Sachen, ich gebe euch völlig recht bei allen Sachen, aber ist einfach nicht mein Typ. Kann ich nach Hause gehen jetzt? Nein. Mega cool, dass ihr da wart heute in meiner Show. Es war echt ein angenehmer Abend mit euch beiden. Nein. Hey, mega die guten Kommentare abgegeben. Hat mich wirklich ganz dolle gefreut. Ja, war wirklich mega super geil. Ja. Hand einmal kurz abdrücken, bitte. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich nicht. Ja, habt ihr vielleicht heute noch ein letztes Schlusswort anzubringen? Nee, auch das nicht. Halt einfach dein Maul. Ja, dann verpisst euch.